Schon ein Dutzend Mann verloren. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Superfati und wir spielen zusammen Horizon Zero Dawn. Ja, hier hatte ich noch eine Aufgabe gefunden. Ich rede von Leben. Sag mir was mit der. Und da gucken wir mal, was er will. Vielleicht kann ich helfen. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Okay. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Oh, bitte. Pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Ja, ich auch. Okay, da gucken wir mal nach. Wo müssen wir denn da hin? Wir wollen nämlich jetzt erst eben zu denen hier. Das wollte ich in der letzten Folge schon. Aber ja, das ist ja so bei solchen Spielen. Dann laufe ich irgendwo hin, dann sehe ich was und dann muss ich da auch hin. Das nützt nichts. Okay, so genau sehe ich das jetzt gar nicht. Dann würde ich mal sagen, laufen wir doch mal da hoch. Wo müssen wir denn da am besten hin? Er ist wach. Okay. Ach, der Aufzug ist schon unten. Ja, dann können wir ja nach oben. Richtig? Ja. Ja, dann sehen wir das auch mal. Das ist aber impulsiv, hier impulsant. Wahnsinn. Was sie auch so ein bisschen Technologie bauen. Aber man muss ja sagen, die sind ja rein theoretisch in der Steinzeit wieder zurückkontrapoliert worden. Ne? Junge, Junge, das war geil. Interessant. Okay, dann sind wir wieder oben. Und dann müssen wir gucken, wo ich hin muss. Ich muss nach oben. Oh, da muss ich irgendwie rum. Halt. Hier kann ich hoch. Da ist er. Na, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Oh, was Grünes? Da will ich ihm schnell gucken. Da waren wieder Vorratskisten. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Okay. Wir haben nochmal wieder eine Kiste gekriegt. Was haben wir hier denn jetzt? Rede mit der, begib dich zur Jägerloge. Dann machen wir das da mal. Die Jägerloge. Das ist ja das, was ich am Anfang. Oh, du schon wieder. Da hatte ich am Anfang. Habe ich das mal ausprobiert? Das ist die Jägerloge. Nur Mitglieder und geladene Gäste dürfen hinein. Wie wird man eingeladen? Du kommst ganz aus dem wilden Osten, nicht? Dann hast du sicher unsere Jagdgebiete gesehen. In jedem finden Jagdprüfungen statt. Wenn du eine bestehst, kriegst du ein Abzeichen, die Halbsonne. Mit dreien bekommst du Zutritt. Jetzt okay. Fort mit dir. Jawohl, Sir. Jetzt fort mit uns. Verdammt nochmal. Also müssen wir drei von den Teilen da schaffen. Was wollte ich? Im Questen gucken. Was haben wir hier denn noch? Wir haben hier alles. Jägerloge,
Brutstätte, da fehlt uns aber auch noch einer, wa? Oder nicht? Map einmal gucken. Also, diese haben wir geschafft. Das ist unser Anfangsgebiet. Okay, da ist Jägerlot, erledige Banditen. Ich glaube, da brauche ich nur noch mal hin und Bescheid stoßen, dass ich da bin. Hier ist einer. Wenn die blau sind, dann haben wir die noch nicht geschafft, richtig? Da ist einer. Den haben wir geschafft. So, da unten war einer. Großlaufjagdgebiet. Finde den Hauptmann des Außenposten. Den haben wir geschafft. Oh Gott, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, wo die noch alle sind. Den haben wir geschafft. Oder kann das sein, dass wir den letzten... Beziehungsweise, ich glaube, zwei Stück fehlen uns noch. Wenn wir nämlich jetzt hier eben auf der... Wo ist denn der Speer? Inventar. Der Speer. Uns fehlt nämlich... Epsilon fehlen uns noch. Nämlich hier. Und 10, 11. Also X1, das hatten wir doch, ne? Verdammt nochmal. So, das hier war das, ne? Genau, den hatten wir schon. Epsilon. Aber wo ist Epsilon? Epsilon. Das ist Rho. Ich hoffe ja mal, dass wir Epsilon noch nicht rein können. Weil wegen Fortschritt. Das ist der Grabhort. Da oben müssen wir... Oder ist das hier oben? Auch nochmal so eine Stelle. Das ist ja jetzt komisch. Aber sonst haben wir eigentlich alles. Wir müssen nur noch eben hier dieses verdorbene Gebiet, habe ich noch gesehen. Weißt du was? Dann gehe ich hier jetzt hin. Ein paar Schnellreisen haben wir ja noch. Dann reden wir mal mit ihnen hier. Hat ja auch das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an, in der Stille. Ein Ruf zu den Waffen, ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaub Neil. Sofort. Das sehe ich. So. Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für Sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben. Top, dann haben wir das auch geschafft. Und haben die Points. Ja, dann muss man danach nämlich noch eben dahin und mit Neil reden. Das habe ich wohl ein bisschen verpennt. Okay, dann laufen wir mal hier weiter. Das war noch wieder ein bisschen Medizin. So, das Lager hier, das war eigentlich auch relativ einfach. Wenn du in den Gebieten südlich von hier herumstreifst, dann bete zur Sonne.
Südlich? Wo laufen wir jetzt hin? Ja, südlich. Ach so. Ja, ich bete zur Sonne. Da müssen wir runter. Was haben wir da denn? Oh, nee, ne? Junge, Junge. Dann lass uns mal gucken, dass wir die Blatt kriegen. So, da haben wir die Hörner. Da können wir, glaube ich, am besten treffen. Da will ich noch einmal gucken. Das ist Abriss. Abriss können wir. Dann können wir, glaube ich, erstmal mit unseren Scharfschütze. Naja. So gut war das gar nicht. Okay, den haben wir aber schon mal. Oh Scheiße, oh Scheiße. Oh Kacke. Oh Kacke. Nein, 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 nein. Okay, dann haben wir jetzt nur noch den einen hier. Hey, 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 bleib mal ruhig. Na, den haben wir auch. Und da hinten ist noch einer. Na, komm her. Komm her, du kriegst auch deinen Lohn. Boom. Jetzt haben wir sie. Okay. Nur Kühlmittel. Was haben wir hier denn für eine blaue Pflanze? Ach, da ist ein Fuchs. Er hat's nicht geschafft. Der Fuchs. Okay, mein Stuff noch schnell einsammeln. Okidoki. Dann haben wir das verdorbene Gebiet auch. Top. Ja, der war schon ein bisschen anspruchsvoller, ne? Das war wieder die falsche. Och, das ist auch wieder die falsche. Gut, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir haben hier noch zwei Lagerfeuer. Aber müssen wir die haben? Ja, eigentlich nicht. Was ist denn? Bestehe die drei Prüfungen. Okay, das muss jetzt, glaube ich, auch nicht. Wir haben aber noch hier. Da fällt mir ein. Nee, nicht hier. Sondern die Frau hier. Da gehen wir hin. Wir müssen uns eben umziehen. Kann ich mich umziehen? Outfit. Kaja, das ist diese hier, ne? So, dann Karte. Und... Schattengetreue, was ist das denn? Habe ich das? Ach, hier. Das müssen wir anhaben. Okay, und dann können wir da auch hin. Top. Dann lass uns mal gucken, was die noch hat.
Ja, Leveln brauchen wir im Großen und Ganzen nicht mehr. So, da ist sie. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Von einer Birne? Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schatten, Kaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schatten-Kaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Ja, warum denn nicht? Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. So, östlich von Sonnenfall. Das hier ist Sonnenfall? Ja, östlich. Osten. Das hier? Ja, das ist ja die Jägerloge. Der kann weg. Da gehen wir hin. Aber das mache ich per Schnellreise. Das Hinlaufen, das ist immer ein bisschen scheiße. Und solange wir die Schnellreise noch nehmen können, machen wir das dann auch. So, du gehörst auch mir. Haben beide nichts geschmissen. 3 tote Bäume. Okay. Das sind dann diese hier, oder? 3 tote Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthid hier durchgekommen ist. Uthid. Okay, dann müssen wir ja... Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Oh. Da muss der Grünsteig sein. Den Hügel hinauf. Er ist darin gelaufen. Der Uthid. Island ist, dann sind wir auch schon wieder Tutti. Okay, da ist er hoch. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Jetzt wird geklettert. Bin ich hier nicht schon mal hochgeklettert? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Da geht's weiter. Weiß nicht, irgendwie... Ich meine, dass ich hier schon mal hochgeklettert bin. So, da haben wir die nächste Spur. Wohin ist er denn jetzt gegangen? Hier runter?
Essensreste. Ich wette, Uther hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Stimmt, wir können jetzt eigentlich im Outfits unsere andere Rüstung wieder nehmen. Diesen haben wir sonst, ne? Ja. Oh, hier ist es. Es ist einfach nur zu hell. Aha. Okay, mal ein bisschen sehen wir, ja. Und hat die Scherben hinterlassen, nicht mehr genommen. Wurde entfernt. Uthet hat Teile gesammelt, vermutlich für Munition. Oh. Oh, Blitzer habe ich da, auf der Suche nach Essbaren. So, mitten in der Fresse hilft auch, habe ich gerade gesehen. Na, verdammt nochmal. Bumm. So, wo haben wir denn noch einen? Da haben wir noch einen. Ach ne, das ist der. Okay, zurück zu Uthet. Ja, mitten in der Fresse, das ist auch nicht schlecht. So, nehmen wir unseren Staff noch einmal schnell mit. Wo ist der andere denn? Ist er hier runter? Ja, da kann ich jetzt nichts sehen. Da müssen wir hin. Und dann ist er unter Garantie. Hat einen Verwüster erlebt. Eine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Okay. Hier ist er lang. Oh Mann, wo wollen die denn immer ganz hin? Ist ja Katastrophe. Oh, wir haben was? Haben wir ihn? Der nächste ist ein Treffer. Uthet? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthet. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. So, Homie. Nicht wieder auf mich schießen. Ja, ich würde aber sagen, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich würde sagen, dann machen wir für diese Folge hier wieder auf Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt ein bisschen in die Kommentare. Ich würde mich drüber freuen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.